Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Death Stranding. Ich bin es, euer MC Muffix, und wir brechen jetzt erstmal wieder auf. Beim letzten Mal haben wir uns, so wie es aussieht, den Weg nur nach Edgenut City endlich freigeschlossen. Davor noch eine kleine Bibi-Erinnerung. Genau so, Lisa. Nur nicht schüchtern. So wie früher. Na los, weiter. Tut mir leid. Habe ich dich geweckt? Heute ist Mamas Geburtstag. An ihrem Geburtstag haben wir uns auch kennengelernt. Okay, schön. Ich glaube, die Szene hatten wir schon mal. Ja, Leute, denn wir haben nun eine Möglichkeit, wirklich nach Edgenut City zu kommen. Beim letzten Mal haben wir hier es geschafft, ganz da unten hier. Haben wir es hier geschafft, und zwar hier die Station aufzubauen. Oh, da hat jemand was Schönes hingebaut. Seht ihr das? Kann man hier wieder schöne Seilpartien machen. Und da hier nun die Ressourcen sind, sollten wir hier einen Knotenpunkt erschaffen können. Und das bedeutet, dass wir wirklich nach Edgenut City kommen können. Theoretisch. Okay, gut. Was muss ich denn jetzt machen? Nur mal blöd. Überquert den Teergürtel. Genau, wir müssen da jetzt irgendwie rüber. Da an die Pampe. Und da schaue ich jetzt einfach mal, wie wir da hinkommen. Können wir uns schon ein Boot herstellen? Das wäre eigentlich ganz cool. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich ein Nein darauf leider bekomme. Aber nun gut. Ciao, es läuft. Ich bin heiß. Ich heiß darauf, wie es weitergeht. Ich habe das Gefühl, weil es kommt normalerweise immer so Story. Dann kommt erstmal also eine Story-Cutscene, dann kommt erstmal 10 Stunden gar nichts, wo man irgendwie Packerl von links nach rechts bringt, und dann kommt erstmal irgendwie vierter Story-Bossfight. Der einzige Weg nach Westen führt hier durch. Zu allem Übel dürfte dein TCK nichts herstellen können, das dich auf die andere Seite bringen würde. Irgendwie muss es gehen. Wir dürfen nicht aufgeben. Zu viel steht auf dem Spiel. Vielleicht fällt uns ja hier irgendwas ein. Nach allem, was du durchgemacht hast, würde es mich nicht wundern, wenn du selbst schon ein paar Ideen hättest. Okay. Bin der Weg den Tag gesetzt. Das ist für keine Ahnung. Also übrigens, ich prophezei jetzt schon mal, wenn jetzt hier wenn wir jetzt hier mal wieder storymäßig was haben, dass mal wieder Hicks kommt, weil Hicks hatten wir schon lange nicht mehr gesehen. Rückwärtsfahren mit dem Ding ist irgendwie. Ich glaube, das Ding fährt gar nicht rückwärts. Ja gut, stimmt, ist einfach hier ab, das kann da gebaut werden. Okay, also wir haben GDs. Aber jetzt ist die goldene Frage, was sollen wir mit den GDs machen? Also okay, wir müssen einfach irgendwie darüber. Ich weiß nicht, soll ich da schwimmen? Kann ich mir da keine Seilrutsche drüber bauen? Was habe ich denn hier? Also Ausrüstung nur zur Sicherheit. Weil hier kommen wir erstmal gleich wieder GDs, das war mir klar. Ist so entspannend, weil wir so wenig Fracht jetzt da haben, weil wir hätten ja gezwungenermaßen, konnte man ja nicht viel mitnehmen. Ey, Mann. Habe das Gefühl, wird der Zeitring immer schwerer in den Spielen. Wird immer schlimmer. Ja, keine Ahnung. Muss ich mir jetzt echt was ausdenken, wie ich über das Wasser komme? Ja, ich weiß nicht, schwimmen? Das ist halt Teer, aber ganz ernsthaft, Mann. Was ist so ein Teer? Nichts, mit dem wir nicht fertig werden. Ich überlege gerade echt. Was sollen wir denn machen? Okay, mein TCK kann nichts herstellen. Ja, was habe ich dann? Keine Ahnung. Ich krabbel jetzt erstmal ganz entspannt da weiter. Ich hab da meinen Namen schon durchdenken. Alter.
Wie sind wir denn hier gelandet? Im Hauptgebiet-Territorium, Mann. Das sieht schön aus, das sieht gut aus, das sieht toll aus. Was? Was? Was haben wir denn gemacht? Was haben wir denn gemacht? Alter. Alter! Was soll ich denn da machen, Mann? Was soll ich denn da machen, Mann? Ich bin nur in die scheiß Tür gegangen, Mann! Ich bin nur in die scheiß Tür gegangen! Es ist so madig, Mann. Ich bin doch gar nicht. Ich hab doch keinen Gedächtnis gesehen, ne? Sam, schau doch nochmal in deinen Mails nach, ob wir nicht etwas übersehen haben. Ich bin doch einfach nur diesen Kackstank. Okay. Kuppel 3, ja, ich habe 1 Milliarde Mails. Überdehnung. Objekte durch den Teer von der anderen. Oh nein. Sam, ich habe die Teerproben analysiert, die du für mich gesammelt hast. Und ich muss sagen, dass er ganz andere Merkmale aufweist als der gewöhnliche Teer, den wir früher auf diesem Planeten kannten. Ich weiß gar nicht. Ich habe schon so ein Gefühl, was wir machen müssen. Das gleiche gilt für den Teer aus der Schicht, in der der Anomit der Nabelschnur gefunden wurde. Es wurden keine Ablagerungen entdeckt, bis auf die, die mit den riesigen Fossilrückständen einhergehen. Es scheint, als ob Brennstoffe des Aussterbens zu sein. Okay. Und noch mehr kritischer, anscheinend werden Objekte, die in solchen Teersammlungen versinken, teilweise auch oder auch vollständig an einen anderen Ort. Höchstwahrscheinlich zum Strand, nehme ich an. Ich hab's schon langsam gehabt. Dennoch, könntest du diese Atombombe auf die andere Seite geschickt haben, als du sie auf den Kratersee geworfen hast? Oh gut, wenn das Ganze keine Einbahnstraße ist, heißt das, dass alles, was in jener Welt geschickt wird, theoretisch auch auf dem Teer zurückkehren kann. Das würde auch ein paar dieser fantastischen Geschichten erklären, die ich gehört habe über Gebäude, die im ganzen Teer verschluckt werden. Ach komm, langweil mich nicht, du Blöde, ich hasse dich so sehr. Ja okay, wir wissen, was wir machen müssen. Komm, kommt, kommt, Skiddies. Kommt halt her. Ja. Komm! Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss zum Strand. Hallo. Ja? Futtert's mich. Hallo. Hallo. Lecker, 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 lecker. Schmeck ich gut. Lecker, 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 lecker. Mur, 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 mur. Wir müssen den Strand benutzen, um auf die andere Seite zu kommen. Okay. Ja, den muss ich jetzt nicht bekämpfen, oder? Ja, genau, Mann. Ich hasse dieses Spiel so abgrundtief, Mann. Also, okay, Leute. Die einzige Verbindung, um hier auf die andere Seite zu kommen, ist der Strand. Und ihr seht, was wir gerade machen. Ja, Lu, du bist gestresst. Nichts gegen dich, Lu. Du bist mein bester Freund. Also der einzige Freund, den ich eigentlich mehr oder weniger habe. Aber ich habe hier gerade andere Probleme. Zum Beispiel gigantische Monsterwale, die einmal auf mich draufhüpfen und dann bin ich Game Over. Leere Sturz, Baby. Hey, vielleicht verschwindet dann der Ozean. Das wäre immer nett was. Diese dumme Evo-Biologin. Der Strand ist eine super Verbindung auf die andere Seite. Ja, awesome, Mann. Richtig geil. Also darauf wäre ich echt nicht gekommen. Gut gemacht, Sam. Wenn du da draußen alles gibst, besteht noch Hoffnung für uns. Wenn du kein Betrüger bist und ich in Wahrheit böse bist, dann steht für uns noch Hoffnung. Willst du noch aufstehen? Ich glaube, ich bin Game Over. Der ist so hart. Alter. Ja, toll.
Kann ich da mal hoch? Okay, das war das mit den Gebäuden, die auf die andere Seite gezogen werden. Also, nicht, dass es nicht geil ist. Nicht, dass es nicht echt verdammt geil ist. Aber zum anderen ist es natürlich auch richtig hässlich. Den Strand benutzen, um Edge Not City zu erreichen. Eine Idee. Eine krasse Idee, Mann. Lauf, Sammy Boy! Und lass dich nicht zerdrücken von diesen Monstrositäten. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir haben schon Schlimmeres überlebt, aber... Ganz ernsthaft, nein. Wenn ich mir überlege... Ja, was ist jetzt los? Wenn ich mir überlege, was als erstes so auf uns zugekommen ist und jetzt das hier. Fliegende Monsterwale. Die schon die Häuser versenken, bevor ich überhaupt komme. Ja, rauf, Alter! Nicht stehen bleiben. Einfach gar nicht umschauen. Das ist immer der Fehler, den man macht in dem Spiel. Dass man da versucht, sich umzuschauen, dass man da irgendwas genießt. Ich glaube, ich kann auch nicht hochhüpfen. Wieso auch immer. Monster Slow-Mo Wall of Destruction! Alter. Ja, Lou. Es tut mir echt leid, Lou, aber ich kann das leider ja sehr schlecht verhindern. Jetzt hat er Bluttransfusion gestartet, das ist ja schön. Ja, nur gleich eine Anaximider wieder. Alter, was sind das für Monsterfische? Sind das Wesen des Strandes, Mann? Das sind wahrscheinlich auch sind Dinosaurier oder sowas. Keine Ahnung, fragt sie nicht, wir laufen einfach. Yeah! Awesome, Mann! Eigentlich habe ich habe heute richtig mein Death Stranding Tag. 3 Aufnahmesessionen gemacht. Die erste war, okay, wir haben Hardware gefunden. Die zweite war in der Palmbar rumlaufen, okay. Und da! Das ist das Ziel! Wir haben es gefunden! Entschuldigung, Lou, ich kann nicht nach dir schauen. Lauf! Da hinten! Aber was ist das, was da so leuchtet? Es ist. Nein! Amelie. Es ist Amelie! 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 Was macht sie denn da? Und was machen die Wale da? Amelie! Wie kannst du hier sein? Was ist hier los? Nein! 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 Also ganz ernsthaft, Mann. Also seitdem wir den Kampf gegen Higgs hatten, also gegen Higgs Monster, wo ich mir gedacht habe, man kann die GDs nicht bezwingen, der beste Abschnitt wirklich. Und dann kommt auf einmal Emily. Und ich, geht einfach! Und wir sterben. Zeitsturz. Naja, ist auch eine Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Es ist ein riesiger Krater und wir können da rüberlaufen. Hätte ich gleich mal so. Einfach sterben und fertig. Also, verdammt geil. Wirklich. Und das war wirklich diese... Da kommt doch, Evo-Biologin hat das geliked. Ja, sie fand's geil, wie ich in meinen eigenen Tod gelaufen bin.
Blöd! Sei nicht so laut. Du willst das arme Mädchen doch nicht verscheuchen, oder? Sie ist da drin. Ich kann sie riechen. Sicher weiß ich das natürlich nur dank deines großartigen Netzwerks. Du bist ein Segen. Ich danke dir von Herzen. Sam Bridges. Vorsicht. Der Inhalt ist zerbrechlich. Wie die Welt und alles in ihr. Ich bilde keine Ausnahme. Ich trage auch nicht als einziger eine Maske. Da gibt es deinen Boss. Diese Frau. Und... Oh. Vergessen wir dich nicht. Ist okay. Ich weiß, es ist nicht leicht, ständig eine Maske zu tragen. Aber jetzt kannst du sie ablegen, oder? Erinnerst du dich? Nein. Arme kleine Amelie. Sie versteckt sich an einem Strand in der Nähe. Weißt du was? Liefern wir uns doch ein Rennen. Der Sieger darf das Ende aller Tage einleiten. Nichts reinigt den Geist besser als ein bevorstehendes Aussterben. Das macht die Leute ehrlich. Bald sind Masken überflüssig. Aber ich frage mich, wirst du dem Tod ins Auge blicken? Wirst du blinzeln? Die Anbindung des örtlichen Verteilerzentrums als Netz hat Priorität. Bis wir am Ziel und alle verbunden sind, wird Hicks es schwer haben, zu Amelie zu gelangen. Sie dürfte sicher sein. Also lass dir Zeit und mach es richtig. Oh mein Gott. Verteilerzentrum von Edgenor City. Ach, das ist noch gar nicht Edgenor City selbst. So, also wir sind über die Teerkloake, sind wir hier rübergekommen. Da haben wir ein gar nicht mal so großes Gebiet. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es hier rüber geschafft. Dort können wir nun unsere Verbindung zu Amelie bringen. Der Entität, die das Ende der Menschheit bringt. Oi, das war wirklich hier eine richtig schockierende Sache. Wir waren am Strand. Ich verstehe noch nicht, warum Amelie uns nicht mal tacheles mit uns redet. Was ich ganz interessant war, was Hicks hier gesagt hat. Er hat doch gesagt, ich muss jetzt mal wieder ein Schild aufsetzen. Er hat doch hier gesagt, wir alle tragen eine Maske. Klar, Die Hardman ist eh klar. Aber wer ist der andere? Die Frau. Ich meine, ich dachte jetzt im ersten Mal an Fragile, aber Fragile trägt keine Maske. Fragile. Oder ist damit gemeint diese eine Szene, wo sie durch den Regen laufen musste? Oder ist damit Amelie gemeint? Was dauert so lang, Sam? Verbinde deinen Cupid mit dem Terminal und bring den Ort ins Netz. Thank you.
so weit geschafft wie Bridges 1. Weiter westlich waren wir nie. Kaum zu glauben, dass dieses Verteilerzentrum in Betrieb ist. Jedenfalls hast du Edgenort City fast erreicht. Dein letztes Ziel. Wo dich Amelie erwarten sollte. Lächeln, Sam. Nur noch ein weiterer Ort. Und ein letzter Einsatz für den Cupid. Auch wenn du dafür noch etwas anderes brauchen wirst. Wie dem auch sei, über das landesweite Netzwerk kommt ihr nach Hause. Aber denk dran, dass du Higgs wahrscheinlich Amelies Aufenthalt verrätst, wenn Edgenort online geht. Du musst vor ihm zu ihr gelangen. Überprüfe in deinem Raum deine Ausrüstung. Wenn du bereit bist, geben wir dir, was du brauchst. Verlass das Verteilerzentrum nicht, ohne den Auftrag anzunehmen. Deine Arbeit ist... Bist du da? Amelie. Hörst du mich? Sam. Hier drüben, Amelie. Das Netzwerk ist fast vollständig. Nur noch ein Knoten fehlt. Und dann ist Amerika wieder vereint. Habe ich dir je meinen richtigen Namen gesagt? Ich wollte... Es ist Amerigo. Nach Amerigo Vespucci, dem Mann, der den Kontinent entdeckte. Ich dachte, das war Kolumbus. Nur, dass Amerigo ein Schwätzer war. Er log. Amerika ist eine Lüge. Amelie. Ich bin am Strand, Sam. Unser Strand. Dort, wo ich geboren bin. Higgs wird mich hier nicht finden. Das kann er nicht. Also keine Sorge. Bring den letzten Cupid nach Edgenort City. Beende, was wir begonnen haben. Danach treffen wir uns in deinem Raum im Verteilerzentrum. Du musst noch etwas wissen, Sam. Ich habe Dinge vor dir verheimlicht. Eine Maske getragen die meiste Zeit. Alles, was Higgs über mich gesagt hat, ist wahr. Ich könnte alles zerstören. Uns. Die Menschheit. Das Aussterben. Das ist, was ich bin. Was soll das denn bedeuten? Aber ich will das nicht sein, Sam. Ich will nur, dass du und ich und alle Menschen auf dieser Welt eins sind. Sam. Versprich mir, dass du mich aufhältst. Lass mich nicht alles zerstören. Ich warte auf dich am Strand. Amelie. Amelie! Wow, wow, wow. Das war eine wirkliche ziemliche Highlight-Episode hier. Schön sehen wir aus. Das ist schön. Das ist mein Bild. 30 Likes von Lou halten. So gehört sich das. Dem Lou gefällt das natürlich. Nun gut, also... Amelie hat hier Sorgen, dass sie hier selbst das macht, was eben Higgs mit ihr vorhat, nämlich hier die Menschheit und alles auszulöschen. Doch, gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Und die Frage ist, wenn ja, wie? Geht's eigentlich Bibi wieder gut? Dann habe ich irgendwie ein bisschen, ihr wisst schon, vernachlässigt. So, jetzt muss ich leider meinen Rucksack mal ein bisschen anpassen. Und zwar muss ich jetzt ein paar Zusatzakkus daher entbringen. So, und zwar Ausrüstung herstellen. Zusatzakku. Ah, ich kann halt echt nur einen anbringen. Ist doch kacke. Kann er nicht so ein bisschen drüber schauen? Macht das so mehr Sinn? Nö, oder?
Na gut, dann tun wir doch wieder meine schönen Dinger hier ran. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich vielleicht zwei Zusatzakkus drin tun kann, aber nicht mal das wird mir gegönnt. Der Koffer ist zu klein, liebe Leute. Nun gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Death Stranding und dann schauen wir mal, ob wir es wirklich schaffen können, Edgenut City zu erreichen. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen. Ciao.